Mobile Basel ist eine Selbstorganisation, eine selbstführende Organisation. Bei uns heisst das, dass wir seit über 4,5 Jahren keine Hierarchie mehr haben im operativen Bereich. Also es sind alle gleichgestellt. Wir haben radikale Transparenz in alle Geschäfte, in alle Prozesse, auch in die Löhne. Also seit über 4,5 Jahren sind die eigentlich transparent. Also jede Person sieht, warum, wer, wie, sie, wie viel verdient. Ich gehe davon aus, das ist ein ganz zentraler Punkt für einen Lohnfrieden und auch für den Frieden innerhalb der Organisation. Und das führt zur psychischen Gesundheit, weil man wird nie ausgeschlossen. Oder ich behaupte, Ausgeschlossenheit, Druck und bis hin zu Angst, das sind Ausdrücke von Mechanismen, die eben nicht transparent sind. Oder die eben hierarchische System auf Individuen wirken. Wir haben ein Leitbild, das wir gemeinsam erarbeitet haben und das definiert, was eigentlich unsere Freiheiten sind. Und die Freiheiten sind riesig, also man kann bei uns wirklich sehr viel machen. Und gleich haben wir es mit Wert definiert und eine gewisse Ausrichtung auch definiert. Dann haben wir Entscheidungsfindungsmethoden entwickelt. Also es ist ganz wichtig, dass man spezifische Entscheidungsfindungsmethoden hat in der Selbstorganisation, weil ja nicht eine Person das anführt, sondern dass ja im Team das passiert. Zum Beispiel Reflecting Team ist eine Methode aus den 70er Jahren nach Anderson. Und wir haben auch Neues dazugelernt. Wir haben den Konsent dazugelernt von Soziokratie. Wir haben konsultative Einzelentscheide dazugelernt aus der eher Thiel-Richtung von Lalu. Und natürlich, wenn es der Zufall will, suchen wir auch immer noch den Konsens. Aber der Konsens hat so in sich eine Schwierigkeit. Wenn er zufällt, ist er gut. Aber wir sollten nicht zu lange suchen. Das sind so die Erfahrungen aus den 70er Jahren. Selbstorganisation und psychische Gesundheit hat sehr viel miteinander zu tun. Ich lehne mich hier an Rutger Bregman, einen holländischen Historiker. Der hat jetzt gerade auch letztes Jahr ein interessantes Buch herausgegeben, «Im Grunde gut», wo er auch die Verknüpfung schafft. Also ich gehe sehr davon aus, dass eben direktive, autoritäre Systeme, er redet sogar von Herrschaftssystemen, dass die Menschen krank machen. Also er ist da relativ radikal und es ist eigentlich auch die Beobachtung, die wir machen. Wir sind ja in der Sozialpsychiatrie und wir stellen immer wieder fest, dass eben direktive Mechanismen, direktive Verhaltensmuster, dass die Menschen im Endeffekt krank machen. Also wir beobachten das natürlich im familiären System, im Peer-System, in Schulen, in normalen Arbeitsorganisationen. Also wenn man quasi diese Mechanismen durchschaut und kann verringern, dann gehe ich sehr davon aus, dass man mehr in Richtung Gesundheit schafft, mehr in Richtung psychische Gesundheit. Es ist so, dass eigentlich die Selbstorganisation die Idee ja alle gleichstellt und eben entsprechend auch alle empowert. Also dort ist ja eigentlich die Möglichkeit, jederzeit in der Beziehung Klärung zu finden. Es geht nicht über Dritte, es geht nicht über ein hierarchisches System. Eben das ist schon mal ein ganz grosser Unterschied, oder? Also wir gehen eigentlich davon aus, und da lehne ich mich auch wiederum an Frederic Laloux, dass eigentlich das Beziehungsleben ganz zentral ist. Also wie gehen wir miteinander um? Und da gibt es natürlich ganz einfache Achtsamkeitsregeln, wie zum Beispiel, wir reden nicht über Dritte. Erst recht nicht negativ. Also das geht überhaupt nicht. Oder? Also es kann nicht sein, dass man über nicht anwesende Personen negativ redet. Man kann sehr wohl mal über nicht anwesende Personen positiv reden. Das stärkt, oder? Das gibt Kräfte. Und wenn man zum Beispiel diese einfachen Regeln einhaltet, dann hat man schon einen riesen Gewinn in dieser Kultur. Also das, denke ich, ist etwas sehr, sehr Zentrales. Wir reden nicht als Fachleute miteinander. Wir haben Leute, die haben gar keine Ausbildung. Oder? Und wenn wir dort so quasi in die Funktionen gehen und in das Kompetenz denken, dann haben wir schon wieder Hierarchie. Oder? Sondern wir reden als Menschen miteinander. Und dann ist immer offen, um was geht es jetzt genau? Was ist die Sache? Was ist die Aufgabe? Und da können alle mitschwätzen. Und es ist interessant, da haben alle positiven Einfluss. Oder?
Und wenn die betroffenen Personen noch mit am Tisch sind, dann kommen wir zu den echten Lösungen. Psychische Gesundheit ist vor allem ein soziales Phänomen. Und wenn wir pauschal denken, dann entstehen Konflikte. Wenn wir aber wirklich ins Gespräch gehen und einander zulassen, stellen wir gleich mal fest, so unterschiedlich sind wir gar nicht. Wir sind im Grunde gut, wie es der Rutger Bregmann sagt. Man muss den Demokratisierungsprozess, wo die Menschheit drin innen ist, der ist nicht fertig, der muss weitergehen. Der muss man sich weiterentwickeln. Und die Selbstorganisation ist im Moment die Antwort auf das. Und die Arbeitswelt muss dort den Schritt weitergehen. Also es geht gar nicht anders. Also das kapitalistische System etc. fordert ja von uns auch, dass wir beweglich sind. Aber wir müssen das in Formen von Elementen machen, die eben einem Menschen dienen. Oder? Und dort, glaube ich, ist eben die Selbstorganisation eine Entwicklung, die jetzt eben passiert. Und es ist nicht fertig. Ich gehe davon aus, der Prozess wird noch ganz neue Formen bringen. Also ich bin überzeugt, zukünftige Firmen kommen nicht um das herum. Ja, wir versuchen das wirklich. Der Mobile ist ein Ort vom Sinn, von der Kraft, von Unterstützung, von Entwicklung. Und das ist schon sehr toll. Ja.